Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together hier in der zerklüfteten Bergwelt mit dem Tyverse LP. Hallo Mada, Let's Play, hallo. Ihr anderen. Ich helfe dir mal. So, jetzt reicht's aber auch mit helfen. Und hallo auch an unsere Zuschauer natürlich. Ja. Ich hoffe, ihr seid wieder da. Bei unserem Chaos, das wir fabrizieren hier. Ja, aber so langsam nimmt es ja ein bisschen Gestalt an unsere kleine Berglandschaft. Und die fetzige Musik bei mir läuft immer noch im Hintergrund, finde ich schön. Ja, aber bei mir läuft sie ja auch. Manchmal ignoriere ich sie irgendwie, blende sie aus, aber ja. Aber weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Schafe? Dass es Nacht wird. Ach so. Und ja, Schafe in das Spiel hinzuzufügen. Und Pferde. Vielleicht gibt es hier ja Ziegen, so Bergziegen. Das wäre mal geil. Ja, ne? Achso, wir spawnen ja doch den Monster dann jetzt nachts, ne? Tja, ich bin nicht sicher. Wir sollten mal dringend Schafe suchen gehen demnächst. Gute Nahrung finden. Haben wir genug Cola? Haben wir genug Stone? Bumm. Ich würde mal gerne ein bisschen Cleanstone produzieren. Nee, dafür reicht's nicht. Da musst du Holz sammeln. Herr Rohr, Porkchop? Herr Rohr, machst du halt das gekochte Fleisch schon mal raus. Pack das dann da rein. So. Weil so viel zu mampfen haben wir ja noch nicht so wirklich. Nee. Obwohl doch hier sind 7 Cook Porkchop und ein Apfel. Ja, da reingelegt. Das ist das Einzige, was wir bisher haben. Ich lass mal hier noch ein paar. Mal habe ich da wirklich auf easy? Ja, easy. Müssten jetzt eigentlich Monster spawnen. Solange sie nicht im Haus spawnen, das wird nämlich langsam ein bisschen dunkel. Dann solltest du da ein paar Fackeln anbringen. Aber ich habe keine Kohle. Dann nimm die welche aus dem linken Ofen. Da ist noch. Ich habe auch keine Kohle mehr. Ja, und ich habe schon angefangen mit Holz zu brennen. Oh. Jo, was Holz angeht, sind wir auch vielleicht ein bisschen verschwenderisch, ne? Was? Warum? Yay, ich habe 3 Weizen, ich kann mir jetzt ein Brot craften. Yay, GZ. Das erste Brot. Also, wieso man's. Ja, das nimmt langsam. Also von hier sieht das Haus schon richtig schön aus. Ja, das stimmt. Schick, schick. Obwohl ich überlege gerade, ich wollte eigentlich außen, also wenn du von hier guckst, ne? Ja. Komm mal her. Oder dann, so zumindest ein bisschen. Ja, was oder ich versuch's dir vielleicht zu erklären. Also am Haus runter habe ich ja das weiße Holz weitergenommen, ne? Ja. Und vorne an der Treppe wollte ich eigentlich Cleanstone nehmen. Ja. Das ist die Frage, ob man da eventuell nicht auch das weiße Holz nimmt. Hm. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Frage. Ich nehme erstmal Stone. Zwölf Stück. Weil da mehr so dieses Bergfeeling rüberkommt eventuell. So. Fackeln so. Sagte, ich brauche das Land. Kriegen wir denn mal so eben schnell ein bisschen Kohle her? Ja, und ich Eisen hab jetzt und so. Ein paar Fackeln. Ist schon mal wieder ein Stück heller. Dann aber irgendwie spawnt. Wirklich, Spawn tut hier nichts in der Nähe, oder? Also ich sehe zumindest nichts. Tja. Strange. Das kann aber auch in den zerklüfteten Ländern liegen. Das kann sein. Wäre natürlich gemein. Zumal wir dann Probleme kriegen. Weil wir ja dann keine Items von den Viechern bekommen. Ja. Da hast du recht. Fehlen so ein paar Sachen. Naja, spätestens im Nether sollten ja ein paar sein, ne? Ja gut, aber die droppen ja auch nicht alles. Zum Beispiel keine Spin-Augen. Tja, dann hat es sich ausge... Gleiche Miet. Oh.
könnte ich mal einen Huhn fangen. Okay, so viel dazu. Was ist das für ein Abkommen? Du hast dir jetzt erst ein Schwert gebaut? Ja. Ich hab dir vorhin welche gegeben, oder nicht? Ja. Was hast du mit denen gemacht? Naja, das eine habe ich noch. Das andere habe ich benutzt, um die Blätter wegzuhauen. Wie geil. Leben. An der Oberfläche. Ja. Ach stimmt, du kannst ja Blätter so nicht abbauen, ne? Doch. Ach, jetzt geht das? Ja, ohne Rotz natürlich. Jetzt krieg ich natürlich wieder Schaden. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal was futtern eben. Ich habe gerade so überlegt, wo ist denn unsere Zuckerrohrplantage, aber das war ja... Die Aufnahme davor. Boah, Lag. Was machst du denn? Immer wenn du futterst, kriege ich hier Lags. Ich habe noch nichts gegessen. Nee? Ja, jetzt esse ich erst. Okay, dann liegt es nicht daran. Ich hau mal ein bisschen ab. Ich suche mal, ob ich irgendwo im Berg irgendwie Cola oder irgendwas finde. Ah, sieht schon geil aus, die Landschaft. Ja, das auf jeden Fall. Die sieht echt nice aus. So, wir gucken mal, ob wir hier unten nicht noch irgendwas finden. Wir können ja nicht nur immer oben auf dem Berg bauen. Wir müssen ja auch mal ein bisschen um uns gucken. Und ich glaube, ich habe eine Spinne gesehen. Kann mich aber auch irren. Oh, ein Zombie. Genius. Bist du weit gelaufen, nur wegen so einem Zombie. Noch einer. Ja. Die Monster sind zurückgekehrt. Oh, ist ein bisschen dunkel hier geworden. Monsterjäger, gezählt. Was auch immer du getan hast. Ich habe einen Zombie getötet. Krass. Zwei sogar an der Zahl. Uiuiui, bist ja der Survival-Jäger. Mir was zu essen mitnehmen sollen. Ja, ich bin voll. Oh, da läuft Lava aus dem Berg, lol. Solange die nicht so rausläuft wie das Wasser in der Folge davor, oder? Oh geil, ein Creeper. Geil, ein Creeper, er freut sich. So. Aber an dem Berg, da ist Kohle, da brauche ich mich doch jetzt nicht hin. Hey, was? Ach doch, ein Stück Fleisch habe ich noch da. Und sonst habe ich jetzt sogar drei roten Fleisch. Yay! Ja, ich sammle gerade noch ein bisschen Holz für das Dach. Da brauche ich nämlich noch ordentlich was. Ah, ich sehe auch keine Schafe und nichts. Ne. Ich kann nur Hühner sehen. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo ein paar Schafe finden. Noch ein Creeper. Hühner. Oh, Eier. Eier nicht mehr, mit der können wir eine Hühnerfarm bauen. Ja, immerhin Hühner. Jetzt wäre so eine Mob mit Spiegeleiern voll cool. Ja. Ja, eine Mod, ne? Hm, toll, dankeschön. Ich habe Pilze gefunden. Ich habe 15 Eier schon auf der Tasche, hallo? Du bist ein richtiger Hühnerdieb. Ich hätte das beinahe gesagt, du bist ein richtiges Huhn. Und die Sonne geht wieder auf. Yay. Wir haben die Nacht überlebt und ich habe kein Monster gesehen. Das war nämlich keine Spinne. Oh oh. Genius, hier ist ein Sumpf. Und im Sumpf lebt eine Hexe. Och nö. Hexen sind doch immer böse, oder? Die vergiften dann manchmal, ja. Oh oh, die hat einen Trank genommen. Jetzt kommt die auf mich zu. Ach, Hexen passen sich übrigens auch der Umwelt auf an. Das heißt, in der Lava nimmt die einen Feuerresistenztrank. Lol. Ja, damit ownt die dich richtig weg, weil sie keinen Schaden mehr kriegt. Soll ich mal versuchen, gegen die zu kämpfen? So, von wegen, schub sie in die Lava. Gluck, gluck, gluck. Nee, Lava macht mir nichts. Lol, ich bin wirklich vergiftet. Scheißdreck. Aber Gift an sich tötet dich nicht. Das stimmt. Du musst ihn nur vorher töten, ansonsten hittet sie dich. What? Jetzt ist sie tot. Wenn sie hittet, bist du tot. Sie droppt nicht mal was Schönes. Ja, manchmal droppt nicht was Schönes, manchmal nicht. So, wo ist jetzt das Hexenhaus?
Da fehlt ein Baum. Hä? Hey. Wir können nicht so weit von dem Haus weg rumlaufen, oder? Ja, sie muss doch nicht mein Haus haben. Nee? Ach, Schafe! Schafe! Egal. Wo? Bringen sie mit. Bringen sie mit. Stimmt, ich habe sogar 3 Weizen. Erstmal schlachte ich die Hühnchen. Obwohl, die könnt ihr auch hier fangen, in so einem kleinen einmal ein Blockloch. Kannst ja einen Wegpunkt setzen. Oh geil, hier ist Kohle. Die Witze werden auch immer schlechter, ne? Mhm. So. Kümmerst du dich eigentlich um unser Zuckerrohr? Ja. Eisen haben wir auch noch nicht, ne? Not amused. Bitte was? Eisen haben wir auch noch nicht, ne? Ne. Für Scheren um Wolle. Nö, haben wir noch nicht. Wenigstens haben wir Schafe schon mal gefunden. Mhm. Dann wissen wir, dass welche spawnen. Ja. Mythos, keine Schafe, ist beseitigt. Ja. Naja, Pferde fehlen noch, ne? Aber wobei hier Pferde. Müssen wir eine riesen Steppe finden, eine Steppe. Auf einer Map, wo nur Berge sind. Ja. Willst du eine Steppe finden? Ja. Wir können ja künstlich einen anlegen. Ha. Ach, die werden wir schon irgendwie finden. Zur Not müssen wir uns irgendwann mal eins für jeden spawnen. Die können wir dann ja verdoppeln. Genau. Okay, also ich habe jetzt einmal wieder schöne Kohleader hier ausgemerzt. Haha, ausgeherzt. Toll, doch eine ganz kaputte Steinaxt habe ich noch. Eine ganz kaputte? Ja. Ich baue mir mal eben noch ein Crafting-Table für unterwegs. Für unterwegs? Ist jetzt, ist aber auch den Rucksack-Mod auch nicht mehr, ne? Mit dem richtig geilen Trip. Ja. Ja, das ist recht. Vor allem gab es ja dann auch den Mod, den Rucksack mit Workbench und so. Richtig praktisch. Einfach der Workbench in den Rucksack drin. Ja, du, dann konntest du halt Items reintun und halt eine Workbench dazu halt drin in deinem Inventar. Also in dem Rucksack drin. Das war halt ganz praktisch. Du konntest halt Items, also mehr Items verstauen und halt brauchst halt nicht immer noch eine Crafting-Table mitschleppen. Beziehungsweise musstest du sie nämlich mal platzieren und abreißen. So, 2 Steinspitzhacken. Jetzt gucke ich mal, dass ich die Schafe mitbekomme. Komm her. Ach, gleich. So, das da hin, so, das da rüber. 2 Schafe würden ja reichen. Ja, ein männliches und ein weibliches bitte. Ich glaube, das sind Zwitter. Ach so. Ja, dann nicht. Die bessere Frage ist nur, wo muss ich lang, um nach Hause zu kommen? Ja, das ist dein Problem, ich meine, viel Spaß. Weil Borten bringt mir ja nichts. So halt einfach mal. Ich kann dir ja auch die Koordinaten schreiben. Eigentlich müsste ich nur hier geradeaus. Lol, 16 Eier. Ich bin mal so nett und schreibe dir einfach mal die Koordinaten. Ach, Rosenbüsche. Ach, danke. Da musst du hin. Schön. Das ist weg. Jetzt hat sie gerade weggegangen, als ich F3 gedrückt habe, um meine Koordinaten zu sehen. Egal, ich laufe jetzt einfach ein bisschen hier geradeaus. Bring noch ein paar Rosenbüsche mit. Kannst ja, auch jetzt soll ich. Schreiben. Dauert doch nicht lange. Alle 10 Sekunden. Ich müsste eigentlich hier so in diese Richtung laufen. Da ist der Sumpf. Ein Knochen. Also hier war anscheinend ein Skelett. Die gibt's hier auch? Ja, scheint so. Nein, die Treppe ist voll falsch. Verdammt. Meine oder was? Nein, ich habe gerade so ein Dachstück gebaut. Mit einer Treppe halt, ne? Hm. Die habe ich eine Reihe da drunter unter eine andere gesetzt und voll überflüssig halt. Richtig dumm. Oh.
Okay, ich bin bei... Wo sehe ich meine Koordinaten? Ach toll, die sehe ich nicht, wenn ich den Chat aufmache. Doch, da. Minus 300 muss ich, was? Minus 300. Ja, du musst auch nur so grob hören. Ich meine, irgendwann erkennst du ja die Umgebung wieder. Glaubst du? Hoffe ich mal. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, diese Folge die Schafe nach Hause zu bringen. Die ganze Folge rechnest du dafür? Ja, ist doch schon gleich. Ja, da hast du auch wieder recht. Okay, hier ist schon mal ein Wasserfall. Schafi, hier. Komm her hier. Ja, du. Hallo. Hallo? Schau nicht ab von mir, was ist los? Komm mit. Das Dach habe ich soweit eigentlich schon mal fertig. So. Jetzt müssen wir nur noch den Dirt von innen wegbauen. Wie jetzt hier überall Dirt in der Wohnung rumliegt. Was auch immer du da treibst. Ich kann es leider nicht. Leider? Aber welche? Y ist 89. Y ist auch die Höhe. Shit. Z ist minus 87. Okay. Bin bei minus 200. Muss ich noch ein ordentliches Stück in diese Richtung laufen. Okay, ich würde sagen, das schaffe ich nicht mehr in dieser Folge. Klingt ganz danach. Dann erwarten wir deine Heimreise einfach in der nächsten Folge. Ah ja. Ich muss nämlich einmal noch komplett um diesen scheiß Berg hier, glaube ich, rum. Geht sonst nicht anders. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, du weißt nicht, wo ich bin, ne? Nee. Kannst dich ja zu mir teleportieren. Dann finde ich den Weg selbst nicht mehr. Gut. Kommst du jetzt? Scharf? Scharf? Tja, so ist das halt mit dem lieben Mother's Play hier gerade. Der findet den Weg nicht mehr. Doch. Irgendwann. Irgendwann. Was war nochmal X? X war... Minus 300, ne? Ja, minus 300 etwa. Noch ein Ei. Gut, dann würde ich sagen, stelle mich hier... Ach nee, warte mal, guck mal hier, hier in dieses Loch erinnere ich mich, hier war ich schon mal. Okay, ab hier finde ich den Weg definitiv, weil da ist die Insel, wo wir angefangen haben. Yay, dann kommt der von irgendwo da hinten. Hallo, Schaf, kommst du jetzt? Schaf. Das eine will nicht gerade. Ach jetzt, zwar gerade nicht mehr am Weizen interessiert. Es war nicht mehr an dir interessiert, das ist aber gemein. So. Schaf Nummer 2, wo bist du? Es backt im Block rum. Juhu. Aber wenn das jetzt stirbt, ne? Komm mal lieber hier nochmal Richtung Wasser, Schaf, danke. Willst du es ertränken? Nein, das wäre sonst im Block gestorben. Beinahe. Gibt's nicht, das eine Schaf backt hier die ganze Zeit in den Blöcken rum. Befrei es doch. Ja, bringt dir nichts, wenn es im nächsten Block wieder drin steckt. Schauen wir doch mal, was der Marder da so macht. Komm her, Schaf! Du! Achso, hi! Es kommt nicht, es will nicht. Hier nehmen wir auch einen Weizen. Da, hier. Guck mal. Dann nimmst du das eine, schaffe ich das andere. Nee, das folgt dir jetzt. Nicht. Komm mit, Schaffi. Schaffi. Wo muss ich ihn lang? Ich habe nicht gesehen, von wo du gekommen bist. Tja, du musst weiter nach links. Das will mir nicht folgen. Huch. Oh. Backt das im Block rum? Nein. Nee?
Nee, das nicht. Aber? Naja, wenn du wirst, dass wir reingefallen bist. Ach, das Loch da, was ich gesagt habe, ich erinnere mich dran. Ja. Ist das Schaf da auch rein? Nein. Okay. Aber es will mir nicht folgen. Doch, da, jetzt. Ja, folge mir, du. Dummes Ding. Das hat dich einfach noch nicht akzeptiert. Das will immer noch mir folgen. Nee, das folgt mir. Punkt. So. Tja. So, jetzt folgt es dir. Ja. Wir müssen hier lang. Ich mach mal so ein bisschen frei eben. Hopp. Nicht ins Wasser. Bitte, du verrückt. Nee. Ach so, hier hoch. Jetzt packt das wieder. Pass auf. Nee, tut's nicht. Ich sehe das Haus. Hast du schon mal einen Käfig vorbereitet für die? Oder? Ja, natürlich. Du musst einfach nur diesem Weg hier folgen. Hattest ja genug Zeit, einen Käfig für die beiden vorzubereiten. Vor allem wird dunkel und hier spawnen jetzt Mobs. Also, das fand ich viele, aber spawnen hier mal. Ich hoffe, dass du nicht das Schaf schlägst. Na komm mit, du anderes Schaf. Nee, nicht weglaufen. Komm mit, lösch. Ach, hier unten rein. Komm mit, Schaf. Put, 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 put. Schubs. Wir haben unsere ersten Schafe gefangen. Yay, macht Liebe. Die brauchen noch Wasser. Brauchen gar nichts. Brauchen nur Liebe. Hä, was machst du da? Naja, die Felder müssen sich ja auch auffüllen. Wieder, damit sie überhaupt wieder Wolle kriegen können. Ach so. Naja, das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal, ne? Ja. Nächste Folge. Ah, vielleicht kann ich dann die F3 ausmachen und dann mit den Schafen. Uah. Uah. So. Nein, Spaß. Von dir war gar nicht so schlecht, die Idee, so. Guck mal, jetzt kann da das Gras runterwachsen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich bin mit meinen Schafen. Da, schnell, warte, hier, da. Hoch. Lol. So, also, nächste Folge bauen wir dann eine Hühnerfarm noch zusätzlich. Genau, fangen wir noch ein paar Hühner. Jo. Bis zum nächsten Mal. Brauchen wir gar nicht, ich habe Eier. So. Ja, aber trotzdem, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.